Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Star Stable Online, heute auf Kadi Gaming. Ja, momentan, ihr habt es schon gesehen, ist es doch recht dünn besiedelt mit den Projekten. Witcher kommt momentan nicht, Icarus kommt momentan nicht. Ich werde es tatsächlich gerade, glaube ich, auf Star Stable und Horse Reality beschränken. Versuchen, den Equestrian-Blog zu machen. Auch das kann ich diese Woche nicht versprechen, da ich jetzt wahrscheinlich von Donnerstag bis Dienstag versuchen werde, mit meinen Eltern irgendwie die Renovierung des kompletten Büros durchzukloppen. Und dann kann natürlich der PC nicht stehen. Das heißt, es kann auch in den nächsten Tagen dazu kommen, dass die Videos mal komplett ausfallen. Damit ich aber so viel wie möglich irgendwie im Voraus aufgenommen bekomme, versuche ich es eben jetzt auf die Projekte zu beschränken, die, ich hätte jetzt gesagt, mir am meisten Spaß machen, aber mir machen eigentlich alle Projekte Spaß. Auf die Projekte natürlich, die mir Spaß machen, ist auch doof zu sagen, weil ihr wisst, was ich meine. Wir machen die sowieso Spaß, aber auch auf die Projekte, die ihr mit am liebsten guckt. Und deswegen jetzt gerade auf Star Stable und Horse Reality beschränkt. Wie gesagt, den Equestrian-Blog versuche ich zu zeigen. Das weiß ich aber noch nicht, ob das alles klappt. So, entschuldige Tiffany, ich wollte nicht unfreundlich sein, aber hier herrscht das Chaos, das reinste Chaos. Neues Pferd? Ja, das stimmt. Naja, neu. Ich passe ein paar Tage auf Links auf, das Pferd meiner Cousine. Also, ich würde gern etwas länger mit dir plaudern, aber ich habe ein kleines, besser gesagt ein riesiges Problem. Die drei Pferde, die normalerweise hier im Stall stehen, sind davongelaufen. Ach, ehrlich, du wirst nicht glauben, was passiert ist. Ich bin gerade mit Links in den Stall gegangen. Ich weiß nicht, ob er vor etwas Angst hatte oder ob er streitlustig war. Es ist ihm auf jeden Fall gelungen, die anderen Pferde zu erschrecken und in dem ganzen Tumult hat eines der Pferde eine Glasschüssel, die auf dem Boden stand, zertreten. Jetzt sind also nicht nur drei Pferde verschwunden, sondern wir haben auch noch Glassplitter überall auf dem Stallboden. Fantastisch, nicht wahr? Nein. Zum Glück hat mir Josh geholfen. Er hat Links zu sich genommen, damit ich hier in Ruhe sauber machen und die anderen Pferde einfangen kann. Warum eine Glasschüssel auf dem Boden stand? Ja, das war mein Fehler. Ich habe die Schüssel für Jenna mitgenommen. Sie hat sie bei mir gesehen und nachdem ich zwei gleiche hatte, dachte ich, sie kann eine davon haben. Als Links kam, brauchte ich ganz schnell die Hände frei und hatte sie auf den Boden gestellt. Dann habe ich sie ganz vergessen. Ach, warum muss ich nur so blöd sein? Ich muss in Zukunft mehr aufpassen. Aber jetzt ist es schon zu spät. Nun muss ich die ganzen Glassplitter wegräumen, bevor sich noch jemand verletzt. Du willst mir helfen? Vielen Dank, wie nett. Nimm den Besen, der an der Stallwand hinter mir steht, und kümmere dich um die Glassplitter im Stall. Dann räume ich den Rest vor dem Stall auf. Pass nur auf, dass du und Melody Hart euch nicht verletzt. Das kriegen wir schon hin. Ich werde Melody, glaube ich, hier vorne vor einfach parken. Ich bin jetzt nochmal gefragt worden, woher ich die Blumen in der Satteltasche und die Satteltasche generell her habe. Die gab es zu dem Zeitpunkt, wo ich den Account erstellt habe, als Geschenk fürs Account erstellen kostenlos dazu. Ich weiß nicht, ob man die jetzt immer noch bekommt oder ob man jetzt was anderes bekommt oder gar nichts. Da ist dann so ein Bild, wenn ihr einen Account erstellt, wo ihr sehen könnt, wenn ihr da draufklickt, was ihr gerade bekommt, wenn ihr jetzt in dem Augenblick einen Account erstellt. Und dann müsst ihr eigentlich nur noch den Account bestätigen mit eurer Mail. Das heißt, das müsst ihr sowieso machen, wenn ihr den Chat nutzen möchtet. Und wenn ihr das gemacht habt, dann bekommt ihr diese Satteltasche mit dem Blumenstrauß dafür. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt oder ob jetzt was anderes drin ist oder gar nichts. Ist das Glas im Stall nun weggeräumt? Vielen Dank, Tiffany. Ach, gar kein Thema. Wie schön, dass wir alle Glasscherben zusammengekehrt haben. Stell dir vor, du bekommst eine davon in den Fuß. Au, das tut mir schon beim Hinhören weh. Nun müssen wir nur noch die Pferde nach Hause holen. Sie können ja noch nicht weit sein. Ach, warum bin ich auch so ungeschickt, Tiffany? Könntest du losreiten und nachsehen, ob du die Pferde findest? Das würde viel schneller gehen. Danke, ehrlich, ich bin dir was schuldig. Nimm diese Zuckerstückchen mit und locke die entlaufenden Pferde damit an. Okay, wo sind denn die alle nochmal? Irgend eins ist hier, das ist direkt hier. Oh, ein Connemara.
Oh, die meisten von euch waren übrigens dafür, dass ich mir einen Connemara holen soll. Ich bin aber immer noch so ein bisschen am Überlegen und ein bisschen hin und her gerissen, denn... So, ich sammle jetzt erstmal die ein, die weiter weg sind, weil das Connemara... Steht das hier auf dem Innenhof, oder wie? Weil das Connemara ist jetzt schon relativ nah am Stall dran. Jo, das steht da am Innenhof. Gut, dann hätte ich gar nicht so weit nach außen gemusst. Ja, wenn ihr heute Nachmittag die Folge seht, dann ist, oder heute Abend, je nachdem, wie schnell das Update fertig ist, kann man dann schon sehen, wie das jetzt dann aussieht, weil dann ist ja die Mauer weg. Hat man ja schon im Teaser gesehen. So, ich dachte, ich könnte erst alle einsammeln, aber die sind so verstreut, dann hätte ich das Connemara auch direkt zurücktreiben können. Naja, gut. Also die meisten von euch waren dafür, dass ich mir auf jeden Fall einen Connemara hole. Auch, dass ich mir zuerst eins hole. Es haben aber auch einige gesagt und zu bedenken gegeben, dass sie gesagt haben, hey, das dauert aber noch eine Weile, bis du da das überhaupt das Level hast. Ich weiß gerade nicht mehr, was ich für ein Level brauche fürs Connemara. Aber das haben zum einen ein paar gesagt und andere haben dann auch gesagt, okay, also, oder haben dann gemeint von wegen, dass ich bis dahin auf jeden Fall wieder genügend Starcoins hätte, bis ich dann mir die Connemaras überhaupt holen kann. Vom Level her. Und es sind natürlich auch dann noch einige, die gesagt haben, hol dir doch erst das Pony. Wie gesagt, dann hast du die Starcoins sowieso wieder zusammen bis dahin. Aber ich bin trotzdem noch am Überlegen, denn ich möchte mir ja auch unbedingt zum Beispiel noch wieder einen Araber holen. Ach Quatsch, gar nicht hier. Andere Seite im Hof. Ich möchte mir ja unbedingt auch noch wieder einen Araber holen und die sind, oh Gott, sind die ab Level 11 oder ab 9? Ich weiß es tatsächlich gerade gar nicht mehr. Aber die sind ja auch wiederum recht teuer. Die Araber sind auch schweineteuer. Deswegen bin ich am Überlegen. Aber ich werde jetzt auch erstmal noch abwarten, auf jeden Fall. Denn ich weiß nicht, ob ihr am Dienstag, ob ihr jetzt gestern den Post gesehen habt auf Star Stable mit dem Zors-Pony, mit dem Pony mit Zebramuster im Zirkus, das so ein Pandoria-Zeichen drauf hatte. Vielleicht kommt ja nochmal ein neues Urpferd oder irgendwie nochmal eine andere Fantasy-Rasse rein. Pandorianische Pferde oder sowas, keine Ahnung. Und da soll es wohl nächste Woche mehr Infos zu geben. Ich weiß nicht, ob dann nächste Woche vielleicht ein Teaser kommt und dann das Pferd schon kommt. Dann wären aber erst 2 Wochen nach den Fjordis rum. Keine Ahnung, das ist mir eigentlich ein bisschen zu knapp. Aber ich möchte gerne erstmal abwarten, was da dann noch für eine Info zukommt. Das wäre mir definitiv vorher noch wichtig, das abzuwarten, bevor ich irgendwas mache. So. Oh, sehr gut. Alle Pferde sind wieder zurück. Vielen Dank für deine Hilfe. Du hast mir das Leben gerettet. Wie gut, dass du alle Pferde gefunden hast. Ja, genau. Wir sollten die Hufe aller Pferde untersuchen, um zu kontrollieren, dass sie sich keine Glassplitter eingetreten haben. Ansonsten kann das sehr schmerzhaft für das Pferd sein und der Huf kann sich infizieren. Ich bin so nervös, ich kann gar nicht hinsehen. Du scheinst gute Augen zu haben, Tiffany. Kannst du nicht die Hufe untersuchen? Danke. Ich hoffe wirklich, dass wir nichts finden. Leih dir meinen Hufkratzer mit der Bürste, damit kannst du die Hufe vorsichtig untersuchen. Okay. Dann machen wir das doch direkt mal. So, das ist der hier. Hier erstmal das ganze Chaos beseitigen. Das Pferd hat schon mal keine Glassplitter eingetreten. Und das Connemara. Eigentlich kratzen wir die Luft, aber das kratzt mich nicht. Da haben wir auch keine Glassplitter drin. Und Kandidat Nummer 3. Wir kratzen diesmal auf der ganz falschen Seite. Da haben wir Glas gefunden. Aber wir konnten es ja jetzt, denke ich, rausmachen vorher, ne? Nein, ehrlich? Ist das wahr? Eines der Pferde hatte einen Splitter im Huf? Das arme Tier. Ach, wer ist draußen? Ach, ich bin richtig sauer auf mich selbst. Ich hätte die Schüssel gleich Jenna geben sollen oder sie zumindest nicht hier auf den Boden stellen. Ja, was sollen wir machen? Wir müssen dem armen Kerl ja irgendwie helfen. Ich hab's. Frau Holdsworth hat eine Salbe, die fast magisch ist. Ich habe die Salbe früher schon verwendet, einfach auf die betroffene Stelle aufgetragen und wie im Nu ist der Schmerz weg und man ist wieder gesund.
Bei einem Pferd habe ich es allerdings noch nie ausprobiert. Aber könntest du zu Frau Holsworth reiten und sie um die Salbe bitten? Super, Tiffany. Ich kümmere mich in der Zwischenzeit um unsere vierbeinigen Patienten. Er muss ja Schmerzen haben, der Arme. Oh. Ja, wir hören da auf jeden Fall mal noch nach. Bei der Frau Holsworth, das machen wir jetzt noch. Ich muss jetzt natürlich momentan die Folgen wirklich kurz und knapp halten. Übrigens, vielleicht ist es euch schon aufgefallen, ich habe jetzt hier in den Videos auch Werbung drin. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht krumm, aber ich lebe ja davon und dementsprechend freut es mich natürlich, jetzt hier auch Geld verdienen zu können auf diesem Kanal. Momentan erstmal nur bei YouTube gepartnert, noch nicht in einem Netzwerk. Mal sehen, was sich da im neuen Jahr noch so ändert. Ja, guten Tag, liebe Tiffany. Du brauchst also Salbe, sagst du? Ach du meine Güte, hat sich eines der Pferde einen Splitter in den Huf getreten? Armes Tier. Es stimmt, ja, ich habe ein Rezept für eine heilende Salbe. Wenn du mir dabei hilfst, alle Zutaten zu sammeln, kann ich sie für dich anrühren. Soweit ich weiß, brauchen wir dafür zuerst einmal Strandkrokus. Strandkrokus wächst in der Nähe vom Wasser und hat kleine rosa Blüten. Reite runter zum Strand hinter meinem Haus und suche dort danach. Während du das machst, suche ich nach dem genauen Rezept für die Salbe. Okay, da würde ich sagen, sammeln wir jetzt noch den Strandkrokus ein, so als letzte Amtshandlung für diese Folge. Der ist hübsch, der Strandkrokus. So, bis zu D'accord reite ich gar nicht. Hier müsste nämlich eigentlich auch noch genug sein. Nein. Super. Aber hey, ich bin direkt auf Kurs gebracht worden. Hier ist der nächste Strandkrokus. So, zack. Alles eingesammelt hier. Wie tüchtig du bist. Du hast drei Stück vom Strandkrokus gefunden. Und ich weiß, dass er gar nicht leicht zu finden ist. Ich brauche manchmal Stunden, um nur einen davon zu finden. Ach, das ging doch eigentlich recht flott, oder? Doch, ich denke schon. Also dann, ich würde mich jetzt aber für heute von euch verabschieden. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder im neuen Look. Dann hat Jorvik nämlich definitiv schon das neue Aussehen. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen und damit macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!